Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Live in the Woods. Es ist Zeit. Zeit, ja. Wofür eigentlich? Zeit zu gucken, ob wir hier noch was anderes haben. Ne, wir haben hier nichts anderes. Haben wir Gold? Oh oh. Entschuldigung. Das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Moment. Oh Mann. Wir haben kein Gold. Toll. Komm, die 10 schmelze ich jetzt ein. Wir brauchen nämlich das Gold. So, haben wir Stein? Ja, wir haben Stein. Ach ja, wir müssen noch was machen. Oh nein. Ja, ich weiß, was wir machen müssen. Noch ein bisschen Steine machen. Oh Mann, mein Hals. Ich hatte vorhin einen Hustenanfall gehabt. Der war nicht gerade ohne. Schön mit Schluckauf und so weiter alles mögliche. Das war... Einen Moment. So, bevor ich euch nämlich vollrotze, mute ich mich lieber. Wie kannst du sowas sagen? Indem ich sowas sagen kann. So. 1, 2, 3, 4. Wie sagte ich? Mann. Ich habe ein Déjà-vu. Déjà-vu, Déjà-vu, war richtig. Mann, Mann, Mann. Ja. So, wir brauchen nämlich... Stufenofen, das finde ich auch geil. Wir brauchen... Ah, hier, sowas. Basteltisch. Wir brauchen nämlich die Werkstation... Werkzeugstation. Und versenkte Ziegel. Und Eisenblöcke. Kann ich hier schon mal 4 Eisenblöcke mitnehmen. Wie viele haben wir? 24. Geil. Entschuldigung, dieses Geräusch muss sein, weil ich kann mich nicht die ganze Zeit muten. Was brauchen wir denn noch? Eigentlich nur die Werkzeug. Werkzeugesse? Heißt die so? Okay. Stahlblock. Ja, nee, ist klar. Ja.
Ich will nämlich jetzt langsam was hier schmelzen. Was erschaffen. Ich will etwas aus Flüssigkeiten erschaffen. Mann. Guck mal, da ist unser Gold. Bisschen wenig, aber ich glaube, das reicht. Platziere eine Schablone und ein Material auf die linke Seite, um zu beginnen. Ah, da. Ach ja. Das war einmal so. 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 Und so. Da haben wir das Ding. Blub. So. Reparieren und modifizieren. Hammer. Als erstes möchte ich nämlich sowas hier machen. Mhm. So, bevor wir aber irgendetwas damit machen können, werde ich mal vorsichtshalber ein paar Schablonen bauen. Nur vorsichtshalber. Wo haben wir die denn? Hm? Da. Naja, Sticks und Holz. Okay. Na komm. Holz, Holz, Sticks, Sticks. Ich mache nur ein 64er Teil. Ich wusste gar nicht, dass man vier daraus bekommt. War jetzt ein bisschen unüberlegt, aber egal. So, das packen wir da rein. So. Ah, okay. Wir müssen erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Das kann rein, das auch. Das alles kann mal dahin. Hallo? So. Was wir jetzt brauchen. Was brauchen wir denn? Ja, für eine Lammarx. Wir brauchen so ein Teil und dann noch so ein Gesicht. Also, das Gesichtteil haben wir scheinbar nicht. Deswegen hier eine Schablone. Die packen wir mal dahin. Obwohl, nee, die nehmen wir erstmal mit. Dann Breitaxtkopf. Haben wir scheinbar auch noch nicht. Deswegen mache ich die hier. So. Ein X und so ein Strich.
Okay, beides haben wir auch noch nicht, weil wir brauchen einmal das. Nein. Wir brauchen das nicht. Nein. Doch, ich glaube, wir brauchen das hier. Und dann das. So. Das setzen wir, glaube ich, einmal hier hin. Das war ja nicht so gut. Aber wir brauchen noch was. Hier. Muss das Stein sein? Wir schisseln das einfach um. Bruchstein. Macht man. Ah, hier, okay. Normales Bruchstein braucht das. Wir machen einmal das hier. Einmal das hier. Was ist denn das? Große Steinplatte. Aha. Das hier. Das hier. So, jetzt packen wir alles raus. Dann einmal das da reinsetzen. Das da reinsetzen. Das da reinsetzen. Und das da reinsetzen. So. Jetzt kippen wir Gold da rein. Eigentlich. Ich glaube, das muss nach unten. Genau, jetzt kommt der Gold rein. Blubbidi blubbel. Wird fest und dann haben wir so eine Schablone. Das machen wir jetzt viermal. So. So. Zack. 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 Eigentlich hätte ich hier auch reingucken können, aber egal. Macht ja nichts. So, wir haben jetzt die Dinger. Die setzen wir jetzt alle nochmal hier rein. Gehen jetzt wieder auf Eisen. Und kippen das da rein. So, hier haben wir einen Teil. Meine Güte, kommt da viel rein. Das, das und das. Die nehme ich wieder raus. Und pack die hier hin. Wir brauchen mal extra eine Kiste dafür. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Sachen hier reinpacken. Eine Eisen-Lumber-Ex. Profi-Bastler. Und Bastler. So. Das würde ich auch gerne gleich versuchen. Probieren. Das packen wir da rein. Das alles packen wir hier rein. So, zack. So. Jetzt gehen wir mal zum Testen. Zu unserer. Erstmal diese aufdringliche Musik mal wegmachen. So. Mit dieser. Lumber-Ex. Diese Holzfäller-Ax. Dürften wir jetzt... Dürften wir jetzt normalerweise... mit einem Block komplette Bäume abernten können. Also müssten wir jetzt können. So. Ich hoffe, dass es auch stimmt. Hallo, liebe Bäume. Wie geht's euch? Die hier kann ich ja schon mal mitnehmen.
So. Können wir schlafen? Nein, können wir noch nicht. Können wir jetzt schlafen? Können wir jetzt schlafen? Können wir jetzt schlafen? Mann! Ich will's testen! Können wir jetzt schlafen? Können wir jetzt schlafen? Ah, wir können schlafen. So, guten Morgen! Ja, die Sonnenstrahlen lachen uns an. Jetzt werden die Bäume verkloppt. Ich hoffe, das geht. Ja! Guck mal wieder, es regnet Holz! Ah, ist das geil. Oh, ich habe das immer gehasst und deswegen habe ich auch so ungerne Bäume gefällt. Jetzt können wir einfach... Plop. 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 Aber, oh Gott, die verbraucht richtig, oh Gott. Also, haltbar ist die auf jeden Fall nicht. Meine Güte. Aber dafür geht es jetzt deutlich schneller als vorher. Plop. Plop. Wir machen mal alle Bäume hier weg. Plop. Plop. Geil. Plop. Der Nachteil ist natürlich jetzt, dass wir jetzt noch auf das Laub warten müssen. Plop. 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 Bitte halte noch einmal aus. Plop. Jetzt ist sie auch kaputt. Okay. Ja, jetzt ist sie kaputt. Wir müssen mal ein paar davon bauen. Oder halt auch mal anderes Material. Oh mein Gott. Okay, das ist viel. Oh mein Gott. Ich muss das unbedingt erstmal aufsammeln, damit die Frame sich beruhigt. Ist sie überhaupt? Nee, war aus. Okay, habe ich schon aufgemacht gehabt. Meine Güte. Gar nicht übertrieben. Ja, um alle Bäume zu fällen, brauchen wir also mindestens zwei Äxte. Oder halt Äxte aus einem besseren Material. Das ist auf jeden Fall geil. Und man kann die Äxte auch, glaube ich, also die Werkzeuge, glaube ich, auch noch verstärken. Das gucken wir uns später auch nochmal an. Das hier war ja eher nur so ein kleiner Test. Ach du meine Güte. Was ist das geil. Tja, haben wir in kürzester Zeit richtig viel Holz gemacht.
Nur das Rumlaufen ist dann halt nicht. Aber das ist. Das kann man verschmerzen. Aber ganz ehrlich, fürs Let's Play zum Beispiel ist das perfekt, weil ich halt nicht so, also für euch Zuschauer ist es halt angenehmer, wenn es so schnell geht. Meine Güte. Einfach nur hammergeil. So, und genau dafür hat sich die Schmelze gelohnt. Die Schmelze und Schmiede. Wollen wir für Holz gemacht haben? Das in so kurzer Zeit. Das ist der Hammer. Ein Traum. Ich mache noch eine Axt. Mann. So, wenn ich das Ding jetzt hier reinpacke. Der Hauptweg, um deine Werkzeuge zu reparieren und zu ändern, platziere ein Werkzeug und ein Material auf die linke Seite. Ah, okay. Vier Eisen benötige ich also immer. Warte mal, kann ich die goldenen Platten eigentlich auch da reinpacken? Kann ich? Gut zu wissen. Sag mir jetzt nicht, dass ich Gold mache. Aber nee, ist ja Silber hier. So. Die packe ich da wieder rein.
Ups. Achso, ist schon alles drauf. Okay. Okay, der macht das nicht immer direkt. Also nicht richtig. Okay. So. Hier hätte ich gerne so, so ein paar Regale, wo ich dann die ganzen Werkzeuge hinpacke. Und hier dann so Regale, wo ich zu reparierende Sachen reinpacken kann. Warte mal, wie war das denn eigentlich mal? Glück. Okay. Glück brauche ich bei der nicht. Was kann ich denn da noch reinpacken? Hm. Bestimmt sowas wie Diamanten und so. Redstone war, glaube ich, Geschwindigkeit. Wir haben noch 6 Diamanten. 15 Diamanten, glaube ich. Ja, 15 Diamanten, okay. Oh, ich habe das Bett hier abgebaut. Ist mir gar nicht aufgefallen. Na dann, gute Nacht. Warte. Aber das kann ich da reinpacken. Das packe ich auch da mal rein. Später machen wir auch noch was mit anderen Materialien. Jetzt erstmal nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisen so eine Lumber-Ex verbraucht. Also, so eine ganz neue. Wie viel die kostet, meine ich. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Egal. Ja. Schönes Regenwetter heute. Ah, er hat es also komplett noch übernommen. Okay. Hey! Hinfort mit dir! Geht das eigentlich mit allen? Wow. Den habe ich zerschmettert. Warum, sag mal, ist da Plünderung? Hier ist, glaube ich, mal ein Creeper explodiert. Kann es sein? Obwohl, nee, glaube ich nicht. Das hört sich immer an wie Gronk.
So, wollen wir jetzt auch mal andere Bäume mal machen. Hier. Was ist denn damit? Und was ist damit? Und was ist damit? Ich hoffe, die machen nicht irgendwelche Probleme. Ich würde mal Knochenmehl benutzen. Wenn ich überhaupt Knochen habe. Oder habe ich das einfach jetzt übersehen? Mm-mm. Habe ich nicht, wir haben keine Knochen hier. Na gut. Macht nichts. Holen wir mal eben einen Stack. Und dann können wir nämlich auch die neuen Setzlinge holen. Und wir können was anderes machen. Zum Beispiel eine Aufnahmepause, sondern eine Folgenpause. Meine Lache heute. So, zuerst. Wisst ihr was? Ich verzichte mal darauf, die so einzu... Also... Ich sortiere die so ein, wollte ich sagen. Ist ja eh nur eine Sorte. Wow. Unfassbar. Das wollte ich nicht machen. So. Ja, damit. So. Setzling, 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 Setzling. Nee, kein Setzling. Setz, 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 setz. Dich hin. Legen. Voll den Schluck auf gerade.
das gerade richtig gesehen? Nö, habe ich nicht. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Du